Russlands Bodentruppen scheinen zwar massiv geschwächt, aber der NATO-Oberbefehlshaber warnt vor falschen Schlüssen. Russland sei weiterhin eine ernsthafte Bedrohung. General Christopher Gekavolli, neuer Oberbefehlshaber des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses NATO, sieht Russlands Bodentruppen durch den Angriffskrieg in der Ukraine massiv geschwächt. So habe das Heer massiv professionelles Personal und fortschrittliche Waffen verloren. Diese Verluste am Boden dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Russland weiterhin massive Offensivkapazität in der Luft, im Wasser, im Weltraum und im Cyberbereich habe. Alle diese Domänen seien nur marginal oder gar nicht vom Krieg in der Ukraine geschwächt worden, so Cavalli. General Cavalli hat anlässlich der Lennart-Meri-Konferenz im estnischen Tallinn weiter davor gewarnt, die Verluste der Russen am Boden zu überinterpretieren. Konkret müsse sich die NATO in allen militärischen Domänen darauf vorbereiten, das Bündnis zu verteidigen. Russland sei weiterhin ein ernstzunehmender möglicher Gegner. Und die relative Stärke der russischen See- und Luftstreitkräfte stellten eine Bedrohung für einen eskalierenden Krieg dar.